Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Heute geht es um den Wasserschaden, den wir beim letzten Mal hier im Badezimmer gefunden haben. Da werden wir heute die Wand auftrennen, schauen, wie weit das Ganze vorangeschritten ist und was wir alles erneuern müssen. Das wird eine richtige Scheißarbeit heute, aber wir wühlen uns da irgendwie durch. So, anfangen werde ich jetzt hier mit dieser Grundplatte, auf der die Duschwanne stand. Die werde ich jetzt erstmal rausschrauben hier, die brauchen wir nicht mehr. Ja, wenn die raus ist, dann wird es schmutzig. Dann reißen wir hier die Wand auf. Schauen mal, wie weit der Wasserschaden da vorangeschritten ist. Ich schätze, die Seitenwand hier wird auch in Mitleidenschaft gezogen sein. Das Ganze gucken wir uns jetzt an. Auf geht's. So, die kleine Bodenplatte ist raus und jetzt wird's hässlich. So, der Stoßstangenträger und diese komische Leiste sind jetzt ab. Ja, man kann ziemlich gut erahnen, wo das reingelaufen ist. Die Schrauben ja, völlig unabgedichtet, einfach alles durchs Blech ins Holz geschraubt. Hier unten in dem Bereich war der Stoßstangenträger angenietet. Die Nieten kann man innen drin sehen sogar. Aber das ist völlig offen alles gewesen, da kann das Wasser so reinlaufen. Das ist kein Wunder, dass das alles undicht geworden ist. So, ich habe jetzt hier gerade den Fahrradträger demontiert und ich habe noch keine Schrauben hier losgenommen. Es ist alles noch so original, wie es war und ja, schaut es euch an. Da dichtet nichts mehr ab. Ja, ich habe jetzt hier den Balken, der unten vor der Bodenplatte vorherläuft, rausgenommen. Der ist komplett durchtränkt. Da quillt das Wasser raus, wenn man da einen Schraubendreher reinsteckt. Der ist wirklich komplett vollgesogen. Der ist zwar noch nicht morsch, aber voll mit Wasser. Also raus damit. Und dann habe ich jetzt hier leider doch Pech mit der Bodenplatte. Die ist nämlich auch genauso betroffen. Na klar, die liegt direkt am Balken. Also da muss ich auch ran. Das schauen wir uns mal zusammen an. Alles morsch. Bodenplatte ist hin. Und die werde ich jetzt hier auf einer Breite von 20 cm etwa komplett auf der ganzen Länge abschneiden und wieder neu aufbauen. We'll be right back.
Ja, sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier hinten habe ich die schadhaften Holzteile aus der Bodenplatte rausgetrennt. Da können wir jetzt theoretisch anfangen, das Ganze neu aufzubauen mit frischem Holz. Der ganze Mauschenteil ist raus. Dann hatte ich ja damals noch vermutet einen Wasserschaden an der linken Wand des Badezimmers. Da dachte ich irgendwann, vielleicht ist doch keiner vorhanden. Sah alles recht trocken aus. Ich habe die Verkleidung jetzt trotzdem weggerissen. Es ist doch ein Wasserschaden vorhanden. Das können wir uns jetzt gleich zusammen anschauen. Ich habe auch schon mal die Serviceklappe für die Toilette rausgenommen. Ich vermute nämlich, dass es da reingelaufen ist, beziehungsweise ich weiß es eigentlich. Da ist der ganze Kleber um die Platte oder dieses Dichtmaterial, das war völlig hart ausgehärtet, kein Weichmacher mehr drin. Da ist das Wasser reingelaufen, sammelt sich natürlich an der Unterseite, ist dann in das darunterliegende Holz eingezogen und das ist der außenliegende Rahmen praktisch ja, von dem Aufbau hier. Den werden wir auf jeden Fall erneuern müssen, ein Stück. Das machen wir jetzt noch in diesem Video. Dann gibt es erstmal einen Cut, da wird es einen zweiten Teil geben, weil sich das Ganze sonst einfach zu weit in die Länge zieht. Ja, wir schauen uns aber erstmal den Wasserschaden jetzt an. Dann trennen wir noch den Balken raus. Und wie gesagt, dann geht es am nächsten Mal mit dem zweiten Teil weiter. Da werden wir anfangen, das Ganze hier neu aufzubauen. Ja, so hier einmal der rausgetrennte Bereich. Da habe ich schon angefangen, einen neuen Seitenbalken reinzuziehen. Das ist nämlich jetzt auch genau der, der auf der anderen Seite auch betroffen ist. Den habe ich hier schon neu eingeklebt, der trocknet gerade noch. Dann geht es ja hier rüber. Hier alles rausgetrennt. Da ist der Rahmen der Serviceklappe von der Toilette. So, und da unten kann man es schön sehen. Da ist ebenfalls der ganze Balken völlig marode. Ich weiß noch nicht, wie weit das jetzt nach hinten geht, beziehungsweise nach vorne geht eigentlich. Da werde ich jetzt versuchen, das Ganze von außen irgendwie zu machen. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert und ob das ein guter Plan ist. Aber von hier drin müsste ich erstmal die Wand hier wieder irgendwie rausnehmen oder ein Stück aufschneiden zumindest. Dann wird sich das wahrscheinlich hier in diesem Schrank weiterziehen. Und ja, hier möchte ich einfach nicht alles auseinandernehmen müssen dafür, um diesen Balken da unten austauschen zu können. Darum versuche ich das Ganze jetzt von außen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn ja, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, muss ich in den sauren Apfel beißen und hier alles demontieren innen drin. Aber ich versuche das erstmal. Jetzt geht es erstmal nach draußen und wir versuchen mal den Balken da rauszutrennen. So, das ist hier dieser Balken, um den es geht. Das ist der, der von oben so morsch ist. Da werden wir jetzt mal versuchen, das irgendwie rauszutrennen. Von hier unten sieht er eigentlich gar nicht so übel aus. Ist auch noch recht stabil. Das Wasser scheint echt von oben einfach eingedrungen zu sein und hat das Ganze von oben nach unten durchgemorscht. Ja, versuchen das jetzt mal hier rauszubekommen und dann sehen wir weiter. Den Balken habe ich jetzt hier rausbekommen. Das größte Problem dabei war eigentlich gar nicht mal selber, dass dieser Balken hier ja, fest war oder schwierig rauszutrennen ging, sondern dass hier, wo diese neue Platte angesetzt wurde, mal irgendwann die Leute offensichtlich natürlich erst den Holzrahmen gebaut haben und dann hier von innen, von der Seite praktisch hier, Schrauben nach außen in den Balken gedreht haben. Man kann das hier sehen. Da sitzen Schrauben. Kamera stellt nicht scharf. So, da. Da sitzen die Schrauben. Ja, und die kann ich natürlich nicht einfach so rausdrehen. Dafür muss ich hier die ganze
Platte wieder rausnehmen. Die ist allerdings so heftig verklebt. Das habe ich auf der anderen Seite schon gehabt. Da ist keine Chance, die Heile irgendwie rauszubekommen. Die kann man nur in kleine Teile kaputt sägen und dann irgendwie hier rausfummeln. Da habe ich jetzt keine Lust zu gehabt. Glücklicherweise ist das Holz so morsch, dass die Schrauben nur noch wenig Halt hatten und ich konnte das so ein bisschen mit dem Stechbeitel hier raustrennen und raushebeln. Ja, ich habe hier trockenes Holz gefunden. Also der Teil, den man jetzt hier oben sieht, der noch so ein bisschen feucht ist. Das ist der obere Balken. Das ganze Teil hier ist in zwei Schichten aufgebaut. Unten drunter, da kann man es glaube ich erahnen, das ist der untere Balken. Der ist trocken. Das ist ein gutes Zeichen. Ich werde jetzt hier oben den noch ein bisschen kürzen. Der dürfte aber auch gleich dann trocken werden. Das werde ich auf die gleiche Länge wie den unteren natürlich absägen. Und ja, dann haben wir das erstmal hier rausgetrennt. Ja, wie gesagt, an der Stelle machen wir jetzt einen Break. Da wird es einen zweiten Teil geben, wie das Ganze aufgebaut wird, wieder mit frischem Holz. Hier machen wir jetzt erstmal Stopp und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder, wenn ich hier anfange, alles neu aufzubauen.